Hey, Mahlzeit, Leute. Die Ferien sind gerettet. Ich habe jede Menge Lesestoff bekommen. Und da möchte ich euch mal ganz kurz ein schönes Fotobuch vorstellen. Also für alle, die sich für Fotografie interessieren, ist dieses Buch fast ein Muss. Und das werden wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Viel zeigen kann ich natürlich nicht. Ist ja immer so eine Geschichte mit den Urhebern, aber man wird ja wohl das Titelbild mal zeigen dürfen, damit ihr wisst, was für ein Buch ihr euch kaufen müsst. Also, dann schauen wir doch mal ein bisschen genauer hin. Und zwar für alle, die sich für, sagen wir mal, Schwarz-Weiß-Fotografie und fotografischer Journalismus interessieren. Okay, das haben wir auch noch hier bekommen. Die Greenpeace-Nachrichten werden wir mal schön im Urlaub lesen. Dann habe ich mir noch ein schönes Fotobuch gekauft von der No Sonntag. Dieses Buch hat in Deutschland sogar mal einen Fotobuchpreis gewonnen und handelt von Nord- und Südkorea. Politische, soziale Fotografie aus Korea. Es ist noch original verschlossen, ich bin noch nicht mal dazu gekommen, es zu öffnen. Aber das werde ich mir schön für die Sommerferien aufhalten. Da habe ich nämlich richtig lange Zeit und dann werde ich mir das hier schön zu Gemüte führen. Was ich aber schon aufgemacht habe und reingeguckt habe, das ist das Buch. Das möchte ich euch echt empfehlen. Für alle Freunde von Schwarz-Weiß-Fotografie, von Fotojournalismus, von geschichtlicher Fotografie, von das Leben zu dokumentieren in Schwarz-Weiß. Da müsst ihr euch mal den Fotografen Jürgen Schadeberg antun. Der Mann ist in den 50ern nach Südafrika ausgewandert und das ist seine heimliche Liebe geworden, dieses Land. Und er hat fantastische Aufnahmen gemacht aus diesem Land, das ist unglaublich. Und zeigt eine Welt im letzten Jahrhundert, in den letzten 50 Jahren des letzten Jahrhunderts mit unglaublichen Veränderungen. Kein Land hat sich so unglaublich verändert wie Südafrika. Und er dokumentiert das alltägliche Leben in diesem Land, die Apartheid, die Veränderungen, die Rückschläge der schwarzen Bewegung, Nelson Mandelas Zug durch das Land. Unglaublich gutes Buch. Müsst ihr euch anschauen. Gibt es gerade gut, günstig beim 2001 Verlag. Ein klasse Buch. Dreisprachig gehalten mit unglaublich vielen fantastischen Aufnahmen. 288 Seiten, ein richtig dicker Schmöker, ja, wie man hier sieht, große gebundene Ausgabe, ein fantastisches Buch, müsst ihr euch antun. Das letzte Buch von Schadeberg ist das, also sag ich mal so das aktuelle, das ist zwar auch schon ein paar Tage her, aber noch das letzte, das er gemacht hat. Und es lief gerade vor ein paar Tagen eine tolle Reportage wieder von ihm, in Arte habe ich mir herangezogen und wirklich ein ganz beeindruckender Fotograf und das ist eins seiner Lebenswerke, sage ich mal, aus Südafrika. Fantastisch, sehr zu empfehlen, gerade super günstig zu bekommen bei 2001. Müsst ihr euch antun. Ein etwas heißeres Pflaster aktuell. In diesem Land werden wahrscheinlich auch noch viele Veränderungen anstehen. Korea, bin mal gespannt, wie da die Geschichte weitergeht. Da freue ich mich schon drauf, mir das Buch anzutun von der No Sonntag. Noch ein etwas jüngerer Jahrgang, geboren 1971 in Seoul. Naja, wunderbar. Auch ein interessanter Fotograf. Also Leute, schmeißt eure alten analogen Kameras nicht weg. Besorgt euch wieder mal einen Film. So analoge Fotografie auf Papier, das ist doch eine feine Sache. Das war hier nur mal ganz kurz eine kleine Buchempfehlung für alle, die noch Ferien haben, noch ein bisschen was zum Lesen brauchen. Jürgen Schadeberg und No Sonntag. Tolle Bücher. Oder mehr, wer mal was richtig Gutes tun will, macht ein kleines Unterstützungsabo für Greenpeace. Die tun auch was für die Zukunft. Also Leute, ich werde jetzt hier noch meinen Kaffee genießen und ein bisschen
Greenpeace-Nachrichten lesen. Also Leute. Mal ganz vergessen, ne? Ihr wisst ja. Haltet eure Taschenmesser schön scharf. Wir sehen uns bei YouTube wieder. Ciao. Schönes Wochenende.